Holla, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen. Und heute beginnen wir eine kleine Themenreihe. Und zwar geht es ums Geschichtenerzählen. Um Geschichten überhaupt, also Geschichte auch. Das ist ja was, was in unseren Köpfen oft ganz verquer liegt. Dass wir also Geschichten auf der einen Seite denken, das sind so, ja, Fantasiegeschichten, die wir einander erzählen, die sehr subjektiv gefärbt sind, vielleicht auch sogar frei erfunden, wie auch immer. Und auf der anderen Seite haben wir Geschichte, das ist die Lehrmeinung, das ist ne, das, was wir in der Schule dann als Wahrheit vermittelt bekommen. Und das ist halt das Problem an Geschichte. Da wird uns eine Perspektive als die Wahrheit verkauft. Natürlich ist unsere Geschichte auch aus Geschichten gemacht und ein schönes Beispiel dafür ist auch die Geschichte von Maria Gimbutas. Ja, die Archäologin, ihr erinnert euch, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch den Film an. Science Out of Time gibt es hier auf diesem Kanal in deutscher Fassung. Ganz toll zu diesem Thema halt wirklich auch. Ja, wir fangen heute hier an mit einem Lied. Ein Lied von Andreas Zöllner, das heißt My Own Story. Und ihr hört schon, es geht also da um die eigene Geschichte. Es passt also einfach genau ins Themenfeld rein. Ansonsten wird es tatsächlich auch Geschichten geben. Ein ganz kurzes Märchen von mir und ein Märchen zur Frau Holle von Angelia Lorent. Dann werden wir aber auch einen Blick in die Geschichte werfen mit Dagmar Lili Margotsdotter. Das ist ein Vortrag. Da geht es unter anderem um die Frau vom Hohlefels, da geht es um Margarete Porete. Nächste Woche gibt es hier erstmal ein Interview mit Kamra Skadé. Die hat ja zum Thema Geschichten erzählen ein ganz wunderbares Buch vorgelegt. Ich zeige euch das direkt hier schon einmal. Geschichten, Klang, ja, also welche sich mit dem Geschichten erzählen beschäftigen möchte oder überhaupt auch nochmal reinspürt, vielleicht in die Notwendigkeit. Was machen Geschichten eigentlich mit uns? Da ist dieses Buch sehr empfehlenswert. Beziehungsweise, was machen Geschichten mit uns? Da möchte ich jetzt direkt eigentlich schon zu sagen, ja, das ist Wortmagie. Das ist also, das können wir gar nicht hoch genug einschätzen. Es ist also nicht nur einfach, ach, das ist ja nur eine Geschichte, sondern diese Geschichten, die machen ja was mit uns. Und über unsere Gedanken und über unsere Worte und über das, was wir glauben und fühlen und wie wir dann handeln, manifestieren wir. Das heißt, welche Geschichten wir uns erzählen, bestimmt letztlich, in welcher Realität wir leben. Wir sind Schöpferinnen, wir sind Schöpfer. Und das müssen wir wieder bewusst zu uns nehmen, diese Schöpferinnenmacht, diese Eigenmacht. Ja, in unsere Eigenmacht kommen, in unsere Seinsmacht kommen und uns bewusst dafür entscheiden, nährende Geschichten zu erzählen, Geschichten, die unser Denken, unser Fühlen in einer Art und Weise beeinflussen und verändern, dass das der Samen sein kann für eine Zukunft, die wir ja, voll Lebendigkeit und voll Lebensfreude gemeinsam feiern. Das ist so quasi der Grundgedanke hier, warum es diese kleine Sendereihe zum Thema Geschichte und Geschichten gibt. Ja, genau. Habe ich noch was vergessen? Ach so, abgeschlossen wird das Ganze dann durch einen Auszug aus Das Muttertabu von Kirsten Armbruster. Da heißt das erste Kapitel, unsere Geschichtsbrille braucht neue Gläser. Also auch da geht es halt um die Geschichte, um Geschichten. Ja. Soweit mal hier als Vorrede. Ich wünsche euch viel Freude heute erstmal mit dem Lied und vor allem wünsche ich euch ganz viele wunderbare Lagerfeuer, an denen ihr zusammenkommt und an denen ihr eure Geschichten teilt. Holla.